Die jungen Füchse schauen vorsichtig ans Licht der Welt. Irgendwie sind sie schon ein Geschenk der Natur. Die jungen Fuchswelpen am Seusberg bei Eiterfeld. Heinrich Eigenbrot ist leidenschaftlicher Fotograf. Eigentlich wollte er Anfang Mai Orchideen suchen. Dann sah er am Feldwegrand die Jungfüchse. Es war fantastisch. War eine ganz tolle Vorstellung für mich. Das war vielleicht auch ein bisschen Dankbarkeit der Natur für mich, dass ich so oft unterwegs bin und jetzt endlich mal diese Glücksaufnahmen machen konnte. Die dämmerungs- und nachtaktiven Tiere zeigen keine Scheu. Nur rund 2 Meter sind sie von der Kameralinse des 72-Jährigen entfernt. Und das vormittags gegen 10:30. Heinrich Eigenbrot stammt aus einer Kleinlandwirtschaft mit Schweinen, Hühnern, Enten und Kühen. Der Natur ist er immer verbunden geblieben. Seit 40 Jahren ist er Mitglied im NABU, dem Naturschutzbund Deutschland. Das hätte ich mir ja nie träumen lassen, dass ich so lange mit den Jungfüchsen in der Natur stand. Das ist für mich schon ein Spektakel. Das Muttertier sieht Heinrich Eigenbrot nicht. Vermutlich ist sie aber ganz in der Nähe und beobachtet die Fotosession. Die Jungfüchse kannten keinen Menschen wahrscheinlich. Die haben zum ersten Mal so einen Typ wie mich gesehen oder so eine Figur vor ihnen stehend. Die haben mich eigentlich gar nicht beachtet. Die konnten mit mir nichts anfangen. Füchse haben leider viele Feinde. Greifvögel, den Wolf, die Autofahrer und natürlich die Jäger. Rund 27.000 Füchse wurden im letzten Jagdjahr von Jägern in Hessen getötet. Jungfüchse dürfen laut hessischer Jagdverordnung eben ganzjährig gejagt werden. Hoffen wir, dass die putzigen, wenige Wochen alten Jungtiere auf den Aufnahmen von Heinrich Eigenbrot ein langes, artgerechtes Leben haben werden.